Vor kurzem noch haben wir miteinander darüber gesprochen, dass jetzt auf die Märkte der Endgegner wartet. Eine sehr starke, sehr wichtige, sehr signifikante Widerstandsmarke. Aber nicht nur auf den Aktienmarkt, sondern auch auf den Goldpreis. Auch auf die chinesischen Aktien, die so eine unglaubliche Rallye gemacht haben. Aber auch der Dollar, der netterweise zuletzt schwächelte und dafür sorgte, dass Europa und Europas Aktien steigen konnten, weil die importierte Inflation nachlassen konnte. Auch der Dollar kommt in Richtung einer potenziellen Unterstützungszone. Und während wir auf der einen Seite technische Parameter haben und gerade die, nennen wir es ruhig Feinde, der technischen Analyse sagen, ah, das sind alles irgendwelche Striche, irgendwas, was der Esna Ashari macht, das hat überhaupt keinen Sinn. Es ist gleichzeitig so, dass auch die fundamentalen Parameter dafür sprechen, dass man ein bisschen kritischer mit dem, was gerade im Markt passiert, umgehen sollte. Ja, wir haben Apple, Google, Amazon, Fed, EZB, MFG, Uli Uli, sage ich ja immer wieder. Und die haben natürlich das Potenzial, den Markt zu beflügeln. Meiner Meinung nach am ehesten Apple, Google, Amazon. Aber wir. Wehe, wenn nicht. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Denn wisst ihr, es gibt eigentlich gute Nachrichten. Rezession in Europa könnte ausfallen, nachdem das Wachstum überrascht. Denn die meisten Analysten hatten mit einer Rezession in Europa gerechnet. -0,1%. Was ist dabei rausgekommen? +0,1%. Und wisst ihr was? Die gute, liebe Frau Lagarde, die ich an dieser Stelle so häufig kritisiert habe. Und ja, in vielen Punkten nicht recht hatte. Sie hat gesagt, vor Monaten schon, ich sehe keine Rezession auf Europa zukommen. Offensichtlich hatte sie andere Wetterberichte, nämlich nicht die nächsten 14 Tage, sondern die nächsten 3, 5, 6 Monate. Und das hat natürlich dabei geholfen, dass Europa nicht in eine Rezession gerät. Wenn man sich einzelne Länder anschaut, dann fällt schon auf, also gerade Spanien und Frankreich, die stärkere Maßnahmen getroffen haben, um die Inflation initial zu bekämpfen, die haben auch im letzten Quartal ein Plus gemacht. Italien, Deutschland, die nicht so aktiv in die Preisfindung bei den Energiewerten eingegriffen haben, die haben eine Rezession gesehen. Jetzt kommt der Internationale Währungsfonds und sagt, hey, die Aussichten für die Weltwirtschaft hellen sich auf. Ja, noch nicht genug, aber die Chefin des Internationalen Währungsfonds sagt, wir sind an einem möglichen Wendepunkt für die Weltwirtschaft, bei der es dann jetzt aufwärts gehen kann. Leider ist der Internationale Währungsfonds aus meiner bescheidenen, subjektiven, eingeschränkten Sicht ein Kontraindikator. Denn immer wenn der IWF rauskam und gesagt hat, ei, das geht nicht mehr gut aus. Was meistens der Punkt, wenn die ganzen schlechten Nachrichten schon eingepreist waren und der Markt eher anfing zu steigen. Und immer wenn der Internationale Währungsfonds sich dann positiv äußerte, das war eher der Zeitpunkt, als dann alle guten Nachrichten eingepreist waren und der Markt eher dabei war, runterzugehen. Also im letzten Jahr allein, ich nehme nur das letzte Jahr, ich nehme zum Beispiel nicht 2018, damals als der Handelskrieg zwischen USA und China entstand. Allein im letzten Jahr hat der Internationale Währungsfonds seine Prognose dreimal nach unten korrigiert. Kann man sagen, ja, kann ja passieren. Zuletzt Mitte Oktober. Und jetzt 200 Monate später kommen sie raus und sagen, also wir sehen ein Wachstum von, ich lese es jetzt ab, ich glaube 2,9%, habe ich nicht aufgeschrieben. Genau, habe ich nicht aufgeschrieben. Das sind aber 0,2% höher als zuletzt. Und deswegen, dass es ein Wendepunkt ist, das sehe ich nicht. Ich sehe die Zahlen in Europa für Aktien kritisch, für die Eurozone super. Denn für den Fall, dass Frau Lagarde und Co. jetzt weniger poltern wollen und diese Verbalrhetorik, was die Fed schon seit mehreren Monaten benutzen möchten, sondern tatsächlich konsequent die Zinsen anheben wollen, geben die Daten, die wir für die Wirtschaft und für das Wirtschaftswachstum gesehen haben, eher die EZB Raum, die Zinsen länger oben zu lassen.
Und wofür ist es nicht so gut? Für Risk Assets. Wofür ist es gut? Für die gemeine Straße, damit nämlich die Inflation bekämpft werden kann. Und deswegen sind die guten Daten eher ein zweischneidiges Schwert für diejenigen, die eher wollen, dass die Zinsen schnell sinken. Das Einzige, worauf man wetten kann, ist, ja, also die Inflation bleibt, geht bald runter, die Wirtschaft bleibt lange stabil und dann kommen wir ohne Rezession raus. Bei aller Liebe, das glaube ich nicht. Und wenn man hört, was, einverstanden, einer der größten Hawks der Fed, nämlich Mr. Waller, zuletzt gesagt hat, das hat war nämlich, also liebe Leute, ich persönlich sehe, dass wir eher 6 Monate Daten brauchen, die darauf hinweisen, dass die Inflation zurückgeht und nicht 3 Monate. Und dann sollten wir bereit sein, die Zinsen zu senken. Das würde bedeuten, dass wir dann im März nochmal die 0,25 Basispunkte sehen werden, nachdem ja der FED-Flüsterer von Wall Street Journal, der immer vorher uns schon flüstert, was die FED vorhat, gesagt hat, jetzt kriegen wir 0,25 Basispunkte. Das wird ja immer dann durch die FED über Wall Street Journal mit uns kommuniziert, damit auch keiner auf dem falschen Fuß erwischt wird. Wahrscheinlich dann im März nochmal 0,25 Basispunkte und im Mai gäbe es dann eine Pause. Und Herr Waller hat auch gesagt, es sind erfreuliche Daten. Wir sehen eine Abnahme der Inflation, aber das Risiko besteht, viel zu früh die Zinsen zu senken und dass bis Ende des Jahres die Zinsen eher oben bleiben. Und jetzt bekommen wir eine Situation. Ich bleibe auf der fundamentalen Basis und spreche gleich mit euch über die technische Situation, in der wir sehen, die Zinsen bleiben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eher oben. Die Fed kann sich das leisten. Das heißt, diese Zinsen werden länger auf die Wirtschaft drücken. Auf der anderen Seite zeigen Daten von Bloomberg, dass die Umsätze, die erwarteten Umsätze in schwarz dargestellt von S&P 500 Unternehmen auch in den letzten Monaten langsam steigen, aber der erwartete Gewinn fängt an von 240 in Richtung 220 zu gehen. Das heißt, die Margen werden schlechter. Und diese Lücke, die wird sich voraussichtlich nach zusätzlich und weiter vergrößern. Und das, was ich jetzt sage, ist reine Spekulation auf die Zukunft. Man könnte sogar sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Oder man könnte auch einfach sagen, es ist nur eine Theorie. Ich kann es nicht als Hypothese belegen. Das Einzige, was ich euch sage, wenn wir uns gleich, oder ich ziehe das vor, wenn wir uns nämlich die Zahlen von McDonald's anschauen, dann sehen wir, dass McDonald's mit 2,59 den Gewinn um 5% steigern konnte. Wir sehen, dass der Umsatz zwar um 1% gefallen ist, das lag aber eher daran, dass das Unternehmen aufgrund der Wechselkurse weniger Umsatz gemacht hat. Wenn man das nicht währungsbereinigt sich anschaut, sind sogar auch dort die Umsätze um 5% gestiegen. McDonald's sagt aber, wir haben nach wie vor kurzfristig Inflationsdruck und die Aktie ist schon sehr sportlich bewertet und ist schon sehr lange gelaufen. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, dass McDonald's auf der aktuellen Bewertungsbasis auch noch Sekunde, die Charts sind nicht miteinander verbunden. Gut, dass wir das rausgefunden haben. Und dass die McDonald's-Aktie auf Wochenbasis im Bereich des Allzeithochs sich aufhält, aber wenig Wachstumsmöglichkeiten sieht in den kommenden Monaten, dann verwundert es nicht, dass selbst diese konservative Aktie, die im Rahmen der inflationären Entwicklung sehr gut steigen konnte und die gestiegenen Kosten weitergeben konnte, jetzt mit Vorlage von wirklich guten Zahlen, einfach weil es zu teuer ist und nicht mehr so viel Wachstumspotenzial hat, minus 1,8% macht. Oder ich sag's euch anders. Gute Zahlen sind nicht mehr gut genug. Für den Fall, dass die Fed irgendwann anfängt, die Zinsen zu senken, führt der Markt aber nach mehr Lechzen, weil er schon für Perfektion ausgemacht ist. MJ wird euch noch die Zahlen von Caterpillar zeigen. KGV von 20 will ich nicht vorwegnehmen,
und gestiegene Kosten von 20%. Das scheint immer mehr zu kommen. Das heißt, die Fed und die EZB mit den Wirtschaftsdaten, die wir bekommen, die werden weiterhin auf Kurs bleiben. Das ist für Risk Assets langfristig nicht positiv und Risk Assets sind mittlerweile ordentlich bewertet, um nicht zu sagen relativ teuer bewertet. Was könnte also den Markt dazu bewegen, weiter zu rennen, weiter zu laufen? Apple, Google, Amazon. Für den Fall, dass die es schaffen, den Markt zu begeistern mit ihren Zahlen, ja, dann kann es ein Nasdaq, und wir haben miteinander zuletzt darüber gesprochen, schaffen. Es kann dem Nasdaq gelingen, diese wirklich starke horizontale Widerstandszone in der Woche bei 12.200, sieht man auch im Tag, mit der 200-Tage-Linie rauszunehmen, Obacht. Und dann haben wir vielleicht Potenzial für weitere 4, 5, 6% in Richtung 12.8. Es wird dann nur noch kritischer auf der Bewertungsbasis für den gesamten Markt. Nochmals, es kommt etwas völlig Überraschendes, was die Zahlen angeht, damit dann der gesamte Markt von Tech getragen werden kann. Denn wir haben zwar jetzt heute nicht die Zahlen für euch, wenn ihr sagt, das interessiert euch, können wir gerne uns nochmal angucken, aber zum Beispiel NXPI oder Samsung. Also die Halbleiter, die haben zuletzt auch schlechte Zahlen gebracht und es ist nicht nur so, dass McDonald's nicht überzeugen konnte. Ja, Pfizer, eigene Geschichte, Gewinn der Aktie deutlich geschlagen, Umsatz leicht gestiegen, die Aktie war vorbörslich minus 3%. Wir haben uns das mal 22 angeguckt, da war Pfizer extrem günstig. Irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber maximal 10er KGV. Nur das Problem ist, dass etwa 35-40% des gesamten Umsatzes Pfizer mit den Covid-Medikamenten macht und die wurden von den Regierungen gekauft. Und zum Beispiel die Biden-Regierung plant ja im Mai die Notlage mit Covid dann komplett aufzuheben. Und es wird keine Regierung mehr diese Produkte von Pfizer kaufen. Und Pfizer rechnet mit einem deutlichen Rückgang des Umsatzes von 60-58% für das antivirale Medikament und für den Impfstoff. Und damit wird auch der Umsatz und der Gewinn deutlich runtergehen. Pfizer rechnet sogar damit, dass der Gewinn um die Hälfte schrumpfen wird. Jetzt hat Pfizer schon ordentlich abgegeben. Guckt euch gerne den Chart an. Schon stark zurückgegangen. Nur, sagt Pfizer selbst auch, es wird ein Jahr des Umbaus werden. Sie hätten eine gute Pipeline. Es werde noch dauern. Aber auch wenn wir uns zum Beispiel eine OPS anschauen. Ja, gewinnseitig haben sie die Erwartungen der Analysten übertroffen. Umsatzseitig haben sie weniger gemacht und liegen unter den Erwartungen der Analysten. Dazu kommt es, dass OPS eine Prognose gegeben hat für das gesamte Jahr und die geben mir immer eine Spanne an. Und ihre obere Spanne, also wenn es richtig gut läuft, liegt immer noch unter den Erwartungen der Analysten. Und während es in den USA der Umsatz zugenommen hat, international gehen die Umsätze zurück, bei den Lieferkettenlösungen gehen die Umsätze zurück. Und auch dort sehen wir, ja, die Weltwirtschaft kühlt sich ab. Das Unternehmen UPS, was, Sekunde, im Gegensatz zu FedEx nicht so massiv unter Druck geraten ist, weil FedEx es nicht gelungen ist. Also dieser Ausverkauf, den man hier gesehen hat, der war eigentlich durch FedEx bedingt. Wir sehen, dass auch eine UPS im Tageschart jetzt wieder mit dem Kampf an der 200-Tage-Linie angekommen ist und deutlich unter den Allzeithochs sich aufhält im Bereich von 230. Und die Zahlen begeistern jetzt nicht, dass man sagt, okay, eine Aktie, die in der Spitze ein Pullback gemacht hatte von 34%, mittlerweile nur noch von 22%, dass man jetzt additiv in dieses Unternehmen hinein investiert, aufgrund der Tatsache, der Ausblick entsprechend unterhalb der aktuellen Erwartungen. Und deswegen, ja, General Motors, sprechen wir gleich miteinander, konnte mit den Zahlen begeistern, aber ihr werdet sehen, verdient auch weniger. Und deswegen alles in allem, bevor wir nochmal mit den Zahlen weitermachen, auch wenn wir uns den S&P 500 nehmen, ich kann Stand jetzt nicht mit einer guten Sicherheit euch sagen, der S&P 500 wird an der 4.1 nicht vorbeikommen. Es bleibt dabei, wir müssen damit rechnen, dass der S&P 500 noch ungefähr 5% Platz haben
kann. Und trotzdem ist die aktuelle Zone schon eine erste starke Widerstandszone. Und deswegen befinden sich die Märkte in einer kritischen Phase. Und ich erwarte von Fed und EZB keine Unterstützung für Risk Assets, auch längerfristig nicht. Wenn, dann müssen es die Unternehmensdaten richten. Da bin ich aber skeptisch. Was aber Exxon, Caterpillar, General Motors und Spotify für Zahlen gebracht haben, das wird euch jetzt MJ an dieser Stelle noch berichten. Vielen Dank, Hamid. Ich mache direkt weiter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. ExxonMobil hat Zahlen vorgestellt. Ist ja der größte Ölproduzent in den USA. Und man hat besonders darauf geschaut, inwieweit die Zahlen von Chevron, die ja am Freitag veröffentlicht wurden, übertroffen werden können oder ob es in die gleiche Richtung geht. Und jetzt haltet euch fest, 56 Milliarden US-Dollar hat ExxonMobil in einem Quartal an Gewinn verdient. Das gab es im Ölsektor noch nicht. Der letzte Rekord, der ungefähr in dieser Reichweite war, der stammt aus 2008, auch von ExxonMobil. Damals waren aber die Ölpreise 30% höher. Die Corona-Maßnahmen und auch die Kosten, die daraus dann eingespart wurden in der Folge, die haben dazu geführt, in Kombination mit den steigenden Ölpreisen und Gaspreisen, dass dann so starke Ergebnisse erzielt werden konnten. 66% mehr als im Vorjahr, wenn man es auf Gewinn je Aktie rechnet. Beides, also etwas besser als die Erwartungen. Beim Umsatz lag man auch über dem Vorjahr etwas unter den Erwartungen, wenn wir uns dann mal anschauen, wie viel denn gefördert wurde. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Kennzahl. Da können wir dann festhalten, insgesamt im Vergleich zu 2021 keine nennenswerte Erhebung oder Vergrößerung der Outputmenge. Im Vergleich kann man sagen, etwas weniger bei Natural Gas und etwas mehr bei der Ölproduktion. Dann hat Exxon auch bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten von 35 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu dem, was Chevron angekündigt hat, mit weniger Gewinn, aber dafür 75 Milliarden US-Dollar, ist das vergleichsweise wenig, auch wenn es in absoluten Zahlen immer noch ein sehr großes Aktienrückkaufprogramm ist. Insgesamt muss man festhalten, bei den Ölaktien ist ja immer noch die Schwierigkeit mit der US-Politik von der Biden-Regierung, die sagt ja, dass doch die Ölproduzenten ihre Gewinne investieren sollen, dafür sorgen sollen, dass sie mehr fördern und nicht das Geld an die Aktionäre dann ausschütten, damit letztlich der Ölpreis runterkommt und das die Inflation hemmen kann. Das ist die These der US-amerikanischen Regierung. Und wir schauen auf den Chart von ExxonMobil im Tageschart. Leichtes Plus, 1,7%, aber guck mal, wo der ist, hier direkt in der Nähe des Allzeithochs. Da gibt es aus meiner Sicht nichts, was dafür sprechen könnte, aus technischer Sicht die Aktie zu kaufen, selbst mit einer Bewertung von 9 im KGV. Technisch, ja, ist er stark, aber in der Nähe des Allzeithochs und schon sehr stark gelaufen. Selbst wenn wir uns das in der Woche anschauen, guckt euch mal diese Riesenbewegung an. Das ist anfällig für eine Konsolidierung. Ich würde darauf achten, für alle, die die Aktie super finden und auf der Long-Seite Interesse haben, guckt euch an, wie die Aktie zurückkommt, falls sie zurückkommt, Richtung 20-Wochen-Linie, das dann bei 107, nächste Unterstützung dann 100 als runde psychologische Marke und dann entsprechend auch von der letzten Anstiegswelle. Sollte sie denn nicht weitergehen, ist die runde 100 auch die 50% und eine horizontale Marke. Wir gucken auf den nächsten Wert und zwar auf GM, General Motors, ist ja auch ein sehr großer Produzent von Autos und Fahrzeugen, insbesondere in den USA. Und was GM vorgestellt hat, hat die Analysten begeistert. Hamid hat es schon angeteasert, gerade eben. Also 57% Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die Erwartungen wurden sehr deutlich übertroffen von 26%. Auch beim Umsatz deutlich besser, obwohl die Profitmarge leicht zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr. Das allerdings begründet GM nicht mit steigenden Kosten, sondern explizit mit dem Exit aus dem Russland-Geschäft. Was den Ausblick angeht, vielleicht noch mal einmal kurz zu den Ergebnissen. GM hat in North America die Umsätze um 70% steigern können. International sind sie leicht zurückgegangen, aber ihr seht schon im Verhältnis, wo die Kernkompetenz liegt. Das ist ganz klar im nordamerikanischen Markt. Im Vergleich oder beim Ausblick hat GM gesagt, dass man einen Wert je Aktie zwischen 6 und 7 Dollar
erwirtschaften möchte für das gesamte Jahr. Das liegt leicht unter dem Vorjahreswert, aber 17% über den Erwartungen. Und das hat auch dann dazu geführt, dass die Aktie jetzt gerade im Handel mit, wie stehen wir jetzt, ja knapp 8% im Plus notiert, ist aber technisch gesehen gefangen auf der Oberseite an der 200-Tage-Linie bei 41,20, auf der Unterseite diese horizontale Marke, dann knapp bei 31, 10 Dollar, da genau dazwischen befindet sich die Aktie. Und es ist auch schon in den letzten Monaten schon viel eingepreist worden, was Inflation angeht, was mögliche Ausgaben, Einschränkungen der Konsumenten angeht, obwohl ja auch GM jetzt zuletzt steigende Produktionszahlen und Auslieferungszahlen vorweisen konnte. Technisch alles über 41 löst dann neues Potenzial frei bis zur nächsten Horizontalen. Dann im Bereich der 50, 49 Dollar Horizontale 50% des Ausverkaufs. Ich persönlich würde darauf gerne warten wollen, was die Aktie hier oben macht. Da ist sie schon zweimal sehr deutlich gescheitert. Mich als Investor würde das eher zurückhalten, obwohl die Zahlen sehr gut sind. Da wäre ich will die Aktie nicht kaufen, ich habe sie auch nicht. Aber wenn es mich interessiert, dann wäre ich aus technischer Sicht bereit, höher zu kaufen und dafür mit einer technischen Begünstigung für weiteres Aufwärtspotenzial eben in Richtung 50, dann hätten wir hier auch eine abgeschlossene Bodenbildung. Das würde ich gerne abwarten wollen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 31 auf der Unterseite sollte man kennen, wenn man in die Aktie investiert ist. Und dann gucken wir auf Caterpillar. Caterpillar ist ja einer der großen aus der Industrie, bekannt für seine Baumaschinen allen voran und hat zuletzt mit sehr stark steigenden Kosten zu kämpfen gehabt. 22% sind die Kosten nach oben gegangen im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und das wird begründet mit steigenden Herstellungskosten und auch damit, dass es gewisse Umstrukturierungen im Konzern gab, was entsprechend kostspielig war. Auf die Marge hat das dann auch letztlich einen Einfluss, 10,1% nach 11,7%. Das ist ja genau das, worauf viele Analysten am Markt im Moment schauen. Wie entwickeln sich die Margen? Wie stark gibt es die Einschränkungen zwischen steigenden Kosten und dem, was am Ende weitergegeben werden kann, ohne die Nachfrage zu beeinflussen? Da hat Caterpillar im Moment dann Schwierigkeiten. Auch wenn im Hauptgeschäft die Umsätze um 21% gestiegen sind. Zum Ausblick haben sie noch nichts gesagt. Es läuft dann jetzt heute Abend erst der Investor-Call, wo dann vermutlich auch mehr zum Ausblick gesagt wird oder überhaupt etwas zum Ausblick gesagt wird. Deswegen kann ich das euch heute jetzt an dieser Stelle noch nicht mitteilen. Wir gucken mal auf den Chart. Caterpillar, CAT ist das Kürzel, hat ja auch zuletzt eine sehr starke Anstiegswelle gezeigt, ähnlich wie ExxonMobil, ist ähnlich wie ExxonMobil auch an einer horizontalen Marke angekommen, nämlich genauer gesagt dem Allzeithoch, was zuletzt erreicht wurde, ist ja zuletzt hier auch, guck mal, wie stark der angestiegen ist. Ich sage ja nicht, dass er nicht weiter steigen kann, aber hier diese Welle, 65% in 3 Monaten, welche Aktie kann das? Das kann die eine oder andere Kryptowährung, aber sicherlich nicht so häufig die Aktien. Und wenn man sich dann umschaut, wo gibt es denn wieder Unterstützungen? Zum einen dieses ehemalige Allzeithoch, das dann bei 247 Dollar. Auf der anderen Seite hier 20-Wochenlinie 222. Oder vielleicht setzt er sogar nochmal hier auf diese gebrochene Bullenflagge auf, dann 210 Dollar. Im Tageschart wenig Veränderung dazu. Klar, die Zahlen haben jetzt nicht so sehr berauscht, deswegen gab es hier auch dann eine Kurslücke, aktuell minus 4%. Dazu auch noch hoch bewertet, das möchte ich noch hinzufügen, 19er KGV, hohe Schuldenrate im Vergleich zum Sektor, auch absolut gesehen. Dazu so eine ausgedehnte Bewegung, also da wird die Luft echt dünn für die Bullen, es sei denn, es gibt nochmal irgendein Event, was dann die Aktie noch weiter treiben kann. Ich sehe das im Moment nicht. Technisch spricht auch einiges gegen die Aktie im Moment. Dann noch der Blick auf Spotify. Und Spotify hat ja letzte Woche gesagt, dass sie ein Layoff machen, also Mitarbeiter entlassen. 6% ihrer Belegschaft wird entlassen. Ist ja im Moment der Trend in der Tech-Branche. Und es ging bei den Zahlen hauptsächlich darum, hat es Spotify geschafft, endlich profitabel zu werden oder nicht? Und diese Frage kann man ganz klar mit Nein beantworten. 1,40 Dollar war das negative Ergebnis, also Verlust je Aktie deutlich mehr als das, was erwartet war. Allerdings
naja, beigetragen dazu haben, hohe Personalkosten und höhere Werbeausgaben. Auch noch nachteilige Währungseffekte wurden angeführt. Beim Umsatz jedoch Lichtblick 18% gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Erwartungen treffen können. Das ist ja bei einem Unternehmen, was keinen Gewinn macht, besonders wichtig. Wie entwickelt sich der Umsatz? Wenn der Umsatz zurückgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Unternehmen das nicht schaffen kann, schneller in die Profitabilität zu kommen. Wenn der Umsatz wenigstens steigt, dann können auch Gewinnrückgänge eher verkraftet werden. Was die Aktionäre dazu sagen, schauen wir uns hier einmal an mit Spot. Das Kürzel bei Spotify ist nämlich mit einer Lücke nach oben gesprungen mit plus 8,7%. Ja, technisch gesehen genau auch wieder in den nächsten Widerstand rein, in die offene Lücke. Hat hier schon mehr als 40% einen Anstieg gesehen. Ich messe es gerne nochmal nach, um mich hier abzusichern. Also mit der Bewegung sind es sogar 53%. Ja, der hat jetzt hier die offene Lücke gerissen, praktisch eine neue offene Lücke gemacht, die 200-Tage-Linie rausgenommen. Aber das ist aus technischer Sicht nichts, wo ich jetzt sagen würde, der läuft jetzt hier unbedingt nochmal Richtung 125, Richtung diesem hoch. Genauso wenig sage ich aber auch, der ist jetzt hier fertig und der fällt runter in Richtung 200-Tage-Linie, um das nochmal zu testen. Deswegen, das ist ein Beispiel dafür, dass man sich die Nerven wirklich schonen kann als Trader, sich wirklich klare Formationen aussucht und dann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch das dann traden kann. So, deswegen, was man kennen sollte, 200-Tage-Linie, kommt ja auch mit der 20-Tage-Linie zusammen, knapp unter der 100 Dollar auf der Oberseite eben, die, ja, wo sind wir da, 126 als möglichen Widerstand. Dazwischen, ich finde, da gibt es nicht wirklich was zu traden, denn es gibt auch noch auf der Oberseite eine horizontale Marke, die ist dann bei, ja, auch 126. Also das würde den Deckel erstmal verstärken. Dazwischen müssen sich aber die Bullen und Bären erstmal ausspielen und zeigen, in welche Richtung es kurz- und mittelfristig gehen darf für die Spotify-Aktie. Soweit das Update heute zu den Quartalszahlen. Donnerstag wird es interessant. Dann kommen die ganz großen Tech-Werte dazu, auch noch morgen dann der FED-Zinsentscheid und die EZB bringt ja am Donnerstag auch noch Zahlen. Ich bin gespannt. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Also Abo dalassen, kommentieren. Letzte Chance heute für das Gewinnspiel. Morgen machen wir die Auslosung. Macht's gut. Bis dann. Ciao.